Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Die Feuerwand. Es kann losgehen, Hauptfeuerwehrmann Steel. Ausgezeichnet. Nun zu der Übung mit der Feuerpatsche. Sehr gut, Sir. Das Löschen geht los. Oh, so ist's besser. Cricklington, was wird das nun wieder? Oh, entschuldigen Sie, der Patschenwind ist so angenehm kühl. Das ist der super heißeste Tag, den ich je erlebt habe. Umso mehr ein Grund, auf Brände vorbereitet zu sein, Elvis. Ganz richtig, Sam. Bei diesem Wetter weiß man nie, was ein Feuer verursachen kann. Das ist so trocken, dass die Sonne es durch die Flasche fast in Brand gesetzt hat. Na denn, Hannah. Zeit für unser Grillfest. Dad, bitte sag bloß nicht, dass du diesen Hut tragen wirst. Ich finde, der sieht ziemlich elegant aus. Und der Ventilator hält den Kopf kühl. Hm. Ich muss nur noch das Zubehör zum Grillen holen und dann kann's losgehen. Na, wenigstens kann es nicht so oberpeinlich werden wie letztes Jahr. So, das wär's. Hier ist alles, was wir brauchen für unser Solarbetriebenes. Und ich glaube, ich kann anfügen, recht geniales Luxusgrillfest. Oder vielleicht doch. Absolut perfekt, Penny. So viel wie möglich feucht halten, sodass sich das Feuer nicht ausbreitet. Verstanden, Sam. Cricklington! Was soll das denn jetzt werden? Oh, tut mir leid, Sir, aber mir ist einfach so heiß. Und das kühle Wasser hier ist so erfrischend. So ist gut, Elvis. Danke, Sam. Ich verstehe immer noch nicht, wieso wir unser Grillfest hier draußen bei den Ruinen veranstalten. Hier ist es einfach so schön ruhig und es ist keiner in der Nähe. Und sieht vielleicht diese alberne Grillinstallation. Das habe ich gehört. Und ich weiß nicht, was du meinst. Das wird das beste Grillfest von ganz Pontypandy. Oh nein! Hey, seht doch mal, wer da ist. Das ist Hannah. Wie geht's, Hannah? Hallo, Hannah! Wartet, nicht so schnell. Ich werde lieber zu euch kommen. Was bastelt dein Vater denn heute, Hannah? Gar nicht. Schauen wir es uns doch an. Was? Nein! Na, Kinder, wollt ihr mal meinen solarbetriebenen Grill sehen? Oh ja, bitte, Joe. Ich nenne ihn den Sonomatic KRS. Hier wird Sonnenlicht eingefangen und in Strom gewandelt für das Heizelement hier drin. Ich verstehe nicht, wieso wir nie normal grillen können. Wird das sehr heiß, Joe? Ja, Mandy, das wird es. Rot glühend, das grillt einwandfrei. Nehmen wir zum Beispiel diese Wurst. Die legen wir einfach hier hin. Und schauen zu, wie sie gart. Da passiert nichts. Oh nein, oh nein, oh nein. Eine Wolke am Himmel. Und genau jetzt schiebt die sich davor. Ich habe eine Idee. Lasst uns doch alle zu eurem Grill gehen. Ihr wisst schon, der mit der echten Glut und der Hitze. Tolle Idee, Hannah. Und Dad? Ja, Hannah? Kannst du bitte den Hut absetzen? Komm, eigentlich findest du den gut. Nichts geht über ein leckeres, kühles Glas Orangensaft nach der langen Schufterei in der Hitze, was, Penny? Da hast du recht, Sam. Suchen Sie vielleicht etwas, Hauptfeuerwehrmann-Stil? Allerdings, ich dachte, ich hätte da noch eins von diesen köstlichen Kirschstiel-Eis im Kühlfach. Doch ich kann es einfach nicht finden. Cricklington, das Eis da ist meine Kirschsensation. Tut mir leid, Sir. Wollen Sie es zurückhaben? Nein,
nicht nötig, Crittlington. Ich trinke einfach ein Glas Wasser. Oh, danke schön, Sir. Na endlich. Ein normaler Grill und Würstchen, die wirklich gegrillt werden. Und trotzdem ist der Sonomatic KRS ein perfekt funktionierendes Grillgerät, Hannah. Und die Wolke ist jetzt fort. Dadurch wird die Sonne diese Wurst in 0, nichts braten. Sie brennt sogar. So war das aber nicht gedacht. Oh, meine Güte, diese Sonne mit den Krimskrams steht in Flammen. Oh, genauer, Sonomatic KRS, eigentlich... Wir müssen Feuerwehrmann Sam rufen. Nein, das ist doch nur ein Würstchen. Überlass das mir. Fertig. Alles okay, Hannah? Alles bestens. Nur das ist nicht okay. Wieso kannst du nie was Normales machen? Wieso musst du immer so oberpeinlich sein? Tut mir leid, Hannah. Ich wollte dich nicht vor deinen Freunden bloßstellen. Aber du tust es. Hängt hier etwa der Haussegen schief? Nein, alles gut. Ich hätte nur gerne eine ganz gewöhnliche Wurst, gegrillt auf einem ganz gewöhnlichen Grill und ohne verrückten Hut dabei. Ist gut, Hannah. Dort! Die Flasche! Geht alle schnell zurück. Das Feuer breitet sich aus. Oh, stopp. Seht doch, das Cliff ist direkt hinter uns. Wir sind eingeschlossen. Jetzt ist es wirklich an der Zeit, Feuerwehrmann Sam zu rufen. Mein Akku ist leer. Was sollen wir denn jetzt tun? Da wäre ja noch mein Hut. Die Solarpanels funktionieren wie ein Netzteil. Pass auf. Es hat sich Gas bei den Ruinen entzündet und Leute sind von den Flammen eingeschlossen. Es hat sich Gas bei den Ruinen entzündet und Leute sind von den Flammen eingeschlossen. Vorsicht! Oh, Trevor, ich spüre wieder diese Schwindeligkeit. Oh. Was können wir denn noch tun? Oh, da ist Onkel Sam. Hallo, Onkel Sam. Hier sind wir. Onkel Sam, hallo. Penny, du wässerst das Gras. Wir gehen mit den Feuerpatschen vor. Ist gut, Sam. Ich hoffe nur, sie sind schnell genug. Da sind sie, seht ihr? Kommt alle mit, wir bringen euch in Sicherheit. Elvis, sieh zu, dass alle versorgt werden. Wir müssen das Feuer unter Kontrolle kriegen. Tut mir leid, Feuerwehrmann Sam. Das Feuer habe ich verursacht, weil ich eine Flasche in die Sonne gestellt habe. Man kann im Sommer nicht vorsichtig genug sein, wenn es trocken und heiß ist, Hannah. Immerhin seid ihr alle unverletzt. Oh ja, Joes Hut sei Dank. Es ist nur eine simple photoelektrische Zelle mit Handykabel. Wie auch immer du das nennst. Trevor hat recht. Dein alberner Hut war wirklich die Rettung für uns alle. Dann nehme ich an, ich bin jetzt dein Held? Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen, Dad. Denn Erde steht in Brand, ja Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not.
euch den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not.